Also ich würde mir selber raten, bleib offen für Neues, probier aus, was es gibt und schränk dich nicht zu früh ein, das ist so das Erste. Als Zweites würde ich sagen, mach, worauf du selber Lust hast und nicht, was andere erwarten, dass du jetzt als Nächstes tun solltest. Und das Dritte ist, schau dir die Welt an. Also bleib nicht an einem Ort und guck dir noch an, was dich interessiert. Auf meiner Visitenkarte steht Nadine Nottrott, Diplombiologin und Dr. Rernat, weil ich im letzten Jahr promoviert habe. Ich bin Projektleiterin am Fraunhofer Institut für Lasertechnik ILT in Aachen in der Gruppe Biotechnik und Lasertherapie. Was ich richtig cool finde, ist die Tatsache, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen arbeiten kann. Also Biologen, Chemikern, Physikern, Ingenieuren, es ist alles dabei. Und dass wir gemeinsam eben in diesem letzten Projekt an der Entwicklung einer künstlichen Haut gearbeitet haben und einfach jeder von diesen Leuten irgendwie sich dafür verantwortlich gefühlt hat, dass wir an diesem Ziel, dieses Ziel erreichen können. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, wenn man sieht, dass man halt mit so einem Team zusammenarbeiten kann und ständig was Neues lernt. Eine Herausforderung in der ganzen Zeit war sicherlich, dass ich zwei Dinge gleichzeitig gemacht habe, also auf der einen Seite das Projekt bearbeitet und auf der anderen Seite meine Promotion gemacht habe. Natürlich begünstigt das eine das andere auch und es ist halt unheimlich wichtig, dass man für sich selber Prioritäten setzt, damit man beidem gerecht wird und das am Ende zum Ziel kommt. Ich arbeite am Fraunhofer Institut für Lasertechnik hier in Aachen. Fraunhofer steht dafür, dass wir angewandte Forschung machen. Das bedeutet, dass wir ja nicht nur einfach forschen, sondern dass wir eine Anwendung im Hintergrund haben. Ich arbeite am Institut für Lasertechnik. Das heißt, hier ist der Laser unser Werkzeug, beziehungsweise es werden auch neue Laserstrahlquellen entwickelt. Ich selber benutze den Laser eben eher als Werkzeug. Das heißt, ich nutze ihn, um Oberflächen zu strukturieren, zu funktionalisieren, um dann diese Oberflächen zu untersuchen, wie Zellen darauf reagieren. Und das mache ich nicht einfach nur, weil mich die Zellen interessieren, sondern weil ich diese Oberflächen später beispielsweise nutzen möchte, um bessere Implantatoberflächen zu generieren. Und das ist dann auch wieder die Anwendung, nämlich das Implantat, was verbessert werden soll. Genau. Und neben der Forschung, die ich mache, mache ich eben auch noch die Projektkoordination von einem EU-Projekt. Und da ist meine Aufgabe, mit den Partnern in Kontakt zu stehen, zu verstehen, was ihre Probleme sind, was gut läuft, mir zu überlegen, wie kann ich unsere Ergebnisse auch kommunizieren, also auch wirklich in die Presse bringen, damit unser Projekt eben auch gut repräsentiert ist. Und ja, das sind ganz verschiedene Aufgaben, die mich da jeden Tag beschäftigen. Also so ein üblicher Arbeitstag beginnt irgendwann zwischen 8 und 9, da sind wir frei, das zu entscheiden. Und das sieht dann so aus, man muss natürlich E-Mails beantworten, mit Partnern reden, dann gibt es Berichte, die geschrieben werden müssen, wo Ergebnisse zusammengefasst werden. Dann gibt es auch Zeiten, in denen ich mich beispielsweise mit meinen Studenten, die bei uns arbeiten, unterhalte. Für die Studenten ist es natürlich sehr praktisch, schon praktische Erfahrungen zu sammeln, wo sie Teile für die Projektergebnisse generieren. Wir werten die gemeinsam aus. Das passiert vieles am Computer, aber einige Male in der Woche muss ich dann noch sicher mal ins Labor runter und mir angucken, wie es da unten wirklich ausschaut und ob die Zellen wachsen oder auch nicht wachsen. Das muss ich mir dann im Mikroskop angucken. Das ist so ungefähr, wie es durchschnittlich ist. Und wenn dann noch spezielle Sachen dazukommen, beispielsweise ein Projekttreffen oder Konferenzen, dann muss ich dafür Vorträge vorbereiten, wo ich Ergebnisse einsammle oder eben auch die Auswertungen so repräsentativ vorbereite, damit die dann gezeigt werden können. Genau. Und das kommt dann so vielleicht ein- bis zweimal im Monat in etwa vor. Ich bin in Aachen geboren, auch in Aachen zur Schule gegangen und habe dann anschließend auch Biologie studiert. Ich wollte erst Tiermedizin machen, aber Biologie ist es dann geworden. Nach einer Weile, also nachdem das Studium abgeschlossen war, habe ich mir dann überlegt, wie es weitergehen kann, Arbeiten oder Promotion, und bin dann auf die Stelle am Fraunhofer ILT gestoßen und habe hier in 2008 dann mit meiner Promotion begonnen
zunächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin in den Projekten mitgearbeitet, aber sehr bald wurde mir dann schon die Position des Projektleiters nahegebracht. Und dann haben wir einen Antrag geschrieben und 2010 wurde der bewilligt, 2011 ging es los. Und das Projekt habe ich die letzten 4 Jahre dann geleitet und betreut. Und das war eine sehr spannende Erfahrung und gerade vor 14 Tagen haben wir den Abschluss von dem Projekt gemacht. Genau. Und meine Promotion habe ich nebenher gemacht und die ist jetzt seit einem Dreivierteljahr fertig. Man muss nicht meinen Werdegang haben, aber es bietet sich an, mit Biologie schon mal Kontakt gehabt zu haben. Das kann auch aus einer anderen Richtung kommen, weil halt schon ganz klar die Aufgabe ist, in einem Labor zu arbeiten, wo es eben um biologische Fragestellungen geht. Und da gibt es sonst keinen, der die Antworten kennt. Und was muss jemand mitbringen? Ich glaube, jemand muss recht strukturiert arbeiten, um halt verschiedene Themen parallel auch bearbeiten zu können. Und einfach Interesse daran haben, auch neben der eigentlichen Disziplin Neues zu lernen. Also für mich ist das jetzt die Physik und die Chemie, die ich halt stärker einbinden musste, die ich im Studium jetzt nicht so direkt als Plan hatte.